Martin Semmelrogge wird 60. Aus Film und Fernsehen ist der Schauspieler seit vielen Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Mit 16 Jahren stand er das erste Mal vor der Kamera. Privat ist er seit Ende der 90er mit Ehefrau Sonja in zweiter Ehe verheiratet. Für Aufsehen sorgte Semmelrogge aber nicht nur in künstlerischen Dingen, sondern auch, weil er ab und zu mit dem Gesetz in Konflikt kam. Vor einiger Zeit sagte er einmal dazu im Interview: Also ich bin einer der härtesten, aber egal. Jede Beziehung. Naja, aber ja, ich denke mal, ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Ich mag auch nicht so Weicheier. Ich möchte Leute mit Eiern, ich möchte echte Freunde. Ich brauche nicht viele. Ich möchte unabhängig sein. Alles Gute zum 60. und auf viele glückliche neue Lebensjahre. Martin Semmelrogge.